Ey, yo, habe die Ehre. Da ist der Birger und die meisten werden sich jetzt mal fragen, was zum Henker, fucking Hölle, fuck, schiss mich tot, was ist das denn? Das ist mein Browser-Game, an dem ich seit ungefähr 2, 2,5 Jahren umeinander werkelt. Und ja, es ist lange mal wieder überfällig, dass da ein Tagebuch, ein Entwickler-Tagebuch-Eintrag kommt. Ich weiß schon, die meisten werden sich jetzt fragen, was zum Henker, ich meine, das ist was Lustiges. Ja, er kann auch mal was Ernstes machen. Und nicht nur lustigen Scheißdreck, wobei ihr habt das Spiel noch nicht gespielt. Kurz und knapp, das erste und wichtigste ist einmal übermorgen, am 31. März um 13 Uhr startet Runde 3. Das heißt, da fängt jeder wieder von vorne an und es macht einfach am meisten Spaß, wenn erstens die Runden neu anfangen und zweitens ein paar neue Leute dabei sind. Das heißt, das Ding ist absolut kostenlos, das ist mir das aller wichtigste. Nichts mit Pay-to-Win, es gibt keine bezahlbaren Inhalte, keine Werbungen, es wird es auch niemals geben. So, das ganze Ding findet ihr, die Adresse ist da unten irgendwo, auf derer Seite irgendwo, was weiß ich. www.anex-online.de. Und jeden, der irgendwie Bock auf Zocken hat, der kann sich das ja auch mal anschauen. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich auf alle eingesessenen Anex-Hasen, die da schon eine Zeit lang spielen. Und für die ist vielleicht auch, ja, nicht ganz neu, aber am Freitag, übermorgen, 13 Uhr, fängt die neue Runde 3 an. So, um das geht's aber eigentlich nicht, da rühre ich mich morgen sowieso nochmal. Auch mit Livestreams am Freitag und so weiter, das kommt aber noch extra. So, das ist, glaube ich, mittlerweile Tagebucheintrag Nummer 30, wenn man nicht alles täuscht. Und es gibt einen Haufen neue Sachen. Und die zeige ich euch jetzt einfach einmal für jeden, der jetzt noch keine Ahnung hat, was das ist, der kann eigentlich ausschalten für jeden, den es interessiert. Freut mich natürlich, wenn ihr es euch anschaut. Fangen wir doch einfach einmal an, damit wir das irgendwie ansatzweise unter 10 Minuten schaffen, weil das wird sowieso nichts, so wie ich mich kenne. So, das erste, mit was ich angefangen habe von der Zeit wieder, ist Karten. Ja, das ganze Ding spielt ja in einer Galaxie mit mehreren Planeten und was bis jetzt einmal neu ist, ist die Ansicht mit den Planeten, die da um eine Sonne kreiseln. Wir sind da in einem bestimmten Sonnensystem, später soll es auch einmal mehrere Sonnensysteme geben, mit unterschiedlichen Planetentypen. Viel sagt man eigentlich gar nicht, aber es ist auf alle Fälle wieder da, es ist visuell dargestellt, dass sich die Planeten natürlich da wirklich rundherum bewegen. Wenn man da jetzt auch lang nur hinschaut, dann bewegen sie die auch langsam. Das heißt, die Planeten sind ja immer in dem unterschiedlichen Abstand zueinander. Das heißt, wenn du Angriffe von Planet A nach B schickst oder Transporte oder was auch immer, dann dauern die halt weniger lang oder ich warte darauf, bis zwei bestimmte Planeten näher beieinander sind und. Das ist eigentlich so gesehen gar nichts Besonderes. Was noch neu dazugekommen ist, wenn wir uns jetzt einmal die Planetenansicht anschauen, die Monde, die wuseln da auch rundherum. Die sieht man übrigens auch in dieser Ansicht. Das sind diese kleinen weißen Pünktchen in diesen Orbiten. Ist Orbite die Mehrzahl von Orbit? Ich weiß es nicht. Ist mir aber jetzt auch scheißegal. Schauen wir uns einfach einmal den Magma-Planeten an. Da wuselt der Mond, da wuselt der Mond. Passt. Was da auch neu ist, ist auf alle Fälle einmal links und rechts die Detailansichten, die haben sie auseinandergeschoben. Und zwar die Planetendetails sind links ersichtlich, inklusive Wetter, da kommen wir gleich dazu, das ist das nächste, was neu ist. Und der autoritären Korb. Zur autoritären Korb mag ich noch nicht recht viel sagen, da wird noch ein extra Entwickler-Tagebuch-Eintrag kommen, weil das ein ziemlich umfassendes Thema ist mit Erlassen und Korblager und im Prinzip endliches Endgame. Das heißt, dass man endlich die Runde beenden kann, ihr beenden könnt und nicht ich beenden muss und irgendwann eine neue starten muss. So. Das heißt, ihr habt ein Ziel vor Augen, macht mehr Spaß, ihr könnt zusammenarbeiten und. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Was jetzt auf alle Fälle neu ist, noch dazu neu ist, ist auf alle Fälle mal das Wetter. Das Wetter wird schon seit Anfang an, wird das schon angezeigt, war aber nur Text. Ja, das hat keinerlei irgendwie visuelle Effekte, noch kann es irgendwas, noch tut es irgendwas, noch ändert es sich, noch gar nichts. Dazu gibt es diese Ansicht jetzt rechts oben. Neben die Rohstoffe und die ist neu. So, gehen wir doch einmal auf unseren Planeten. Ich habe da natürlich schon mehrere Kolonien auf verschiedene Planeten. Gehen wir mal in die Magma-Wuhu. So, blub. So, da wuselt es ziemlich auf dem Planeten. Da haben 100.000 Kolonien. So soll das auch ausschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da vorne ein Haufen Extraktoren und Transporter umeinander. Und genau so stelle ich mir das eigentlich vor. Aber das kommt natürlich nur zustande, je mehr Leute das drin sind. So. Was kann jetzt das Wetter? Es ist sonnig, klar, bei 250 Grad, es ist windstill, deswegen bewegt sich dieses Radl auch nicht und es regnet.
wie ist es sonnig klar und es regnet, kann eigentlich gar nicht zustande kommen. Gut, kann vielleicht sein, dass ich das gerade manuell eingestellt habe. Ist ja egal. Auf alle Fälle sieht man das visuell. Und zwar, wenn ich in meine Kolonie an sich gehe, wo meine ganzen Gebäude drin stehen und so weiter und so fort. Es regnet. So, da es windstill ist, fällt der Ring einfach von oben nach unten. Jetzt schauen wir mal auf unseren Erdplaneten. Ah ja, ich hoffe, man erkennt es vielleicht im Video. Es ist natürlich nicht so sichtbar wie auf dem dunklen Planeten. Wir haben 80 km/h Wind, der sich natürlich auch ständig ändert von Zeit zu Zeit. Und das ganze Wetter ändert sich natürlich dynamisch von Zeit zu Zeit. Und hat später natürlich auch Auswirkungen. Welche das natürlich genau sind? Da gibt es 100 Millionen Möglichkeiten, um das einigermaßen im Balance zu halten. Was als Beispiel jetzt nur. Dein Rohstoffextraktor braucht bei Regen länger, um zu seinem Ziel zu kommen. Deine Transporte brauchen länger. Dann gibt es verschiedene Arten von Regen und Schnee gibt es übrigens. Gehen wir mal schauen, vielleicht schneit es ja gerade auf dem Eisplaneten. Nein, da ist sonnig klar, hat aber minus 73 Grad. Wie schaut es auf dem Magma aus? Hat es 250 Grad und da hat es 33 Grad. Als Beispiel hat es wirklich extreme Temperaturen, das heißt minus 150 oder plus 150 und mehr. Dann geht dein Extraktor schneller kaputt. Für die, die jetzt nicht wissen, was zum Henker ist ein Extraktor, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig auf die Schnelle zu erklären. Jede Rohstofffabrik hat so einen mobilen Extraktor, mit dem fährst du auf deiner Karte bestimmte Rohstoffe ab. Das sind so Rohstoffvorkommen wie da. Und der braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis er da tot ist. Da fährt zum Beispiel gerade einer umeinander. Oder? Und der holt sich jetzt quasi diesen Rohstoff, diesen Wasserstoff-Dings. Und wenn er da ankommt, abbaut und wieder zurückkommt, dann verliert er an Zustand. Weil das, der baut ja da im Bergwerk umeinander und holt da irgendeinen Scheiß raus. Und dann geht er langsam kaputt. Abgesehen davon können natürlich deine Gegner deinen Rohstoffextraktor kaputt bomben mit Raketen. Gut, aber so viel zum Wetter. Da kann es 100.000 verschiedene Sachen geben. Beispiel, es regnet Säure und du schickst Space Marines los in einen Angriff. Währenddessen die unterwegs sind, sterben die einfach langsam. Ja? Was schließt man daraus? Schlechte Idee, bei Säureregen Space Marines losschicken. Gute Idee, Panzer losschicken. Dafür, wenn es zum Beispiel radioaktiven Scheiß regnet, keine Ahnung, dann gehen zum Beispiel Panzer kaputt. Wie auch immer. Können wir machen, wie wir wollen. Können wir machen, wie wir Dachdecker. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Bis jetzt hat das Wetter noch keinerlei Auswirkung auf irgendeine Spielmechanik. Noch nicht. Das kommt aber definitiv. Stufe momentan aber als nicht so sauwichtiger, ja. Okay, so. Was ist, es haben noch viel mehr neue Sachen, können wir die alle gar nicht in einem Video unterbringen. Wie gesagt, die Corporation-Niederlassung, die kommt in einem separaten Entwicklertagebuch, wenn es einmal ein bisschen mehr Gesicht hat und ein bisschen mehr funktioniert. Das nächste, was neu ist, sind die Gebäudebilder. Die sind alle neu gemacht. Und wenn man da jetzt zum Beispiel schon sagt, ja gut, jetzt ist meine Kamera da natürlich da ein bisschen blöd drüber, oder da sagt man es auch ganz schön. Blub! Die Häuser wachsen jetzt alle mit einer Stufe mit. Jedes Haus kann in unterschiedliche Stufen ausgebaut werden. Momentan sind alle Stufen auf Stufe 30. Und wenn wir die jetzt ausbauen, dann sehen wir mir, dann wachsen die Häuser und werden immer größer und detaillierter und so weiter. Und jetzt schickt man einfach mal das Kraftwerk auf Stufe 19. Jawohl, dauert 42 Minuten. 42 Minuten ist natürlich sehr lang. Spiel an sich ist auch relativ zeitintensiv, wie Browser-Games halt so sind. Und ja, man erkennt dann dadurch, dass das da so umeinander blinkt, so, dass es im Ausbau ist. Das Ganze können wir vielleicht nochmal bei ein paar anderen. Schalten wir mal die Kolonien da durch. Ah, da haben wir schon fast alles ausgebaut. Da kann ich nicht ausbauen, habe nicht genug Rohstoffe. Das Tech Center kann ich wahrscheinlich auch nicht ausbauen. Naja, gut, kann ich jetzt nicht recht viel ausbauen, aber ich sehe schon, mein Raketensilo und mein Kaserne da herunten ist im Ausbau und. Ja, haut alles ganz gut hin. Da die Song. Oh, was haben wir da? Da haben wir einen Haufen Rohstoffe, da können wir mal unsere Verteidigungsanlagen ausbauen und wir schirmen alle unsere Verteidigerschirme ins Flak rein, damit unsere Raketen nicht so verdienen. Und so weiter und so fort. Ja, das war's eigentlich auch schon. Recht viel ist nicht. Es war aber eine Schweinehölle-Arbeit. Jedes einzelne Gebäude in 10 bzw. 20 verschiedene Etappen zum Zerteilen. Und ja, ich hoffe, euch taugt's. Mir gefällt's ganz gut soweit. Ein paar Kleinigkeiten rundherum haben sich auch noch geändert, wie zum Beispiel die Kolonieansicht. Man kann jetzt Kolonien einfach so weiter durchschalten mit dem Weiterpfeil da herum. Natürlich erst, wenn ich mehrere Kolonien habe. Und so weiter und so fort. Ansonsten war es das eigentlich mit Teil 30 im Entwicklertagebuch. Ich sage merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag, 31. März, 13 Uhr.
Ab heute auf die Nacht wird wahrscheinlich das Spiel mal offline gehen, weil ich dann einen Haufen Scheiß umstellen werde. Und dazu gibt es morgen, beziehungsweise spätestens am Freitag, ein kurzes Ankündigungsvideo. Und am Freitag gibt es sowieso dann einen Livestream. Ich schätze mal so ab 12 Uhr Mittag. Jo. Ansonsten, sorry für die, die irgendeinen spaßigen Scheiß erwartet haben. Merci trotzdem, wenn ihr es euch hochgeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns in NX. Und haut's euch rein, ich habe die Rede.